Liebe Freunde, willkommen bei einer neuen Folge von Robocraft. Und zwar wollte ich euch mal informieren. Ja, das ist okay so. Ich dachte schon gerade, ich hätte irgendwie was falsch gesagt. Ja, ein paar hatten in die Kommentare geschrieben, ich soll mal einfach mal selber mir einen Roboter bauen. Ja, finde ich, ihr habt vollkommen recht, ne? Also, das sehe ich genauso. Wenn ich, Teile dazu hätte. Ihr seht's, hier habe ich meinen Roboter angefangen. Der heißt Jürpik übrigens. Wir haben hier ein Bein. Das ist das Problem, weil ich habe hier, ich warte die ganze Zeit auf ein Update von einem Bein. Ich könnte natürlich auch so ein Spinnenbein nehmen, beziehungsweise Insect-Deck heißt es hier. Das Problem ist hier, wir haben hier Meshlock, 6 Beine, habe ich das richtig gesehen? Ich glaube 6 Stück. Aber ihr guckt euch das mal an, wie klein das Scheißbein ist im Vergleich zum Giant-Bein. Das kann ich ja nicht verwenden, oder? Und wenn ich hier Meshlock-Bein nehme, dann ist es auch kleiner als das andere Bein. Deswegen warte ich die ganze Zeit, um mit diesem Bein hier meinen neuen Roboter aufzufangen, beziehungsweise anzufangen. Und dafür brauchen wir halt nochmal dieses Giant-Bein. Das ist halt das Problem. Wir haben jetzt zwar mega viele Räder und auch ein paar mal Kettenfahrzeuge. Von den Sachen haben wir auch noch genug. Was ist das hier eigentlich übrigens? Was ist das denn? Ja, kein Plan, was das ist. Auf jeden Fall, wie seht's, wir haben genug Sachen, die anderen Teile, aber es ist halt ein bisschen blöd, weil ich brauche andere Sachen. Ich brauche mal ein Bein von diesen Giant-Sachen. Schreibt mir mal bitte in die Kommentare, ob man eventuell mal Teile tauschen kann. Ja, dass man irgendwie sagt, komm, hier, das kriegst du, ich krieg das. Oder einfach mal Teile verschenken kann, das wäre ganz cool. Das sind übrigens die ganzen Waffen und Rüstungsteile, die wir jetzt im Moment freigespielt haben. Wir haben hier dreimal diesen Nanobinder, der ja alles heilt, aber irgendwie habe ich noch kein einziges Ding dran gemacht, weil, ey, was soll ich mich um die Heilung der anderen kümmern? Nee, keine Zeit. So, das ist hier diese, was hier heißt das, Special. 2 Antennen, einmal diesen Globus, den haben wir noch gar nicht drauf getan. Das zeigt auf jeden Fall alle Gegner. Okay. Irgendwie durch dieses Radar. Ich habe es jetzt nicht so ganz gepeilt. Und hier haben wir auch nochmal diese Maske. Die kennt ihr ja schon bereits, wenn ihr alle Robocraft-Folgen bisher verfolgt habt. Shia. Keine Ahnung, wofür wir Shia brauchen. Hier, das ist für ein Flugzeug höchstwahrscheinlich oder sowas ähnliches. Eine Turbine. Das ist, glaube ich, ein Rotorblatt. Und Flügel haben wir auch noch ein paar. Und hier einmal so ein richtig fettes Flügelteil. Guck mal, wie groß das ist. Das ist ja voll klein, Moment mal. Da sind die ja viel größer. Wow, das ist ja voll groß. Zum Beispiel, guckt euch das mal an. Ich könnte natürlich auch hier mal so Flügel dran klatschen. Geht natürlich auch, ne? Können wir mit einem Bein durch die Gegend fliegen. Das wäre doch mal richtig funny, oder? So. Das ist mein Roboter, Leute. Nein, Spaß. Auf jeden Fall, nehmt es mir bitte nicht zu übel. Ich muss ein bisschen mal erstmal ein paar Sachen verbessern, bis ich überhaupt mal einen vernünftigen Roboter bauen kann, weil so wird das halt nichts mit einem Bein. Ich warte die ganze Zeit darauf, dass ich mal das andere Giant-Bein kriege und das bringt halt nichts. Ihr seht selbst, das bringt einfach nothing. Deswegen gehen wir mal eben zum Menü. Das ist mein Roboter aktuell. Ja, mit Flügeln. Just for fun. Oh, da habe ich gerade irgendwie, glaube ich, falsch montiert. Ja, guck mal, ey, was passiert im Eifer des Gefechts. Das ist wahrscheinlich zwei linke, ne? Hier, so muss man das ja halten. Links. Und dann kann ich das gar nicht so umdrehen. Ach, verdammt. Ja, das ist ja der Roboter, der Standardroboter. Vollgeklatscht mit allen möglichen Waffen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 und 20 Waffen hat das Ding drauf, ey. Das ist brutal. Mehr geht leider nicht, weil die CPU überlastet ist. Aber wie gesagt, ich bin dabei. Es dauert aber nur halt ein bisschen, bis ich mal so weit bin, dass ich mal unseren Roboter endlich mal, ja, anfangen kann. Wie gesagt, ein Bein brauche ich. Wenn ich das Bein habe, werde ich auf jeden Fall sofort anfangen, meinen Roboter zu bauen. Bis dahin müsst ihr euch ein bisschen gedulden, bis ich mal noch ein paar Folgen gedreht habe. Und allgemein mal einfach, allgemein einfach mal ein paar Teile freigespielt habe. Es geht halt nicht so schnell, da muss man einfach Geduld zeigen. Ich hoffe, ihr versteht das und, ja, wir sehen uns dann morgen wieder. Da wird auf jeden Fall wieder ordentlich geballert und gekämpft. Zu Risiken und Nebenwirkungen auf diesem Kanal lesen Sie die Videobeschreibung und fragen Sie Jürpik oder Cortana.